befinden uns jetzt in unserer Küche, wo wir die versprochene Wurst, unser Bierwurst, herstellen werden. Es ist ein relativ einfaches Verfahren. Das Besondere an der Geschichte ist die Wurst an sich. Das ist eine spezielle Speckwurst, die es tatsächlich wirklich nur in Tschechien zu kaufen gibt. Die kann man entweder so in der Form oder wer mag, kann sie vorneweg auch pellen. Da kommt natürlich immer beim Einlegen noch mehr Geschmack mit rein. Diese Wurst wird bei uns sehr oft verwendet, wenn man zum Lagerfeuer geht. Über einem offenen Feuer wird die sehr oft einfach mal mit verwendet. Das Öl, was wir für die Pfanne verwenden, ist normales Speiseöl. Dadurch, dass dort viele andere Geschmäcker mit verwendet werden, ist es praktisch egal, welches Öl man nimmt. Olivenöl würde ich nicht empfehlen, das ist schade drum, weil da kommt gar nicht zur Geltung. Jetzt geht's weiter mit rote Zwiebel. Kann man natürlich auch die weiße verwenden, aber die rote hat mehr Pep, deswegen passt das besser dazu. Natürlich haben wir die wichtige Zutat in der böhmischen Küche, ist Knoblauch. Und das natürlich nicht zu wenig. Das ist typisch für Tschechien. Da wird viel süß-sauer eingelegt. Und das ist ein eingelegte Schoten, Paprikaschoten in süß-sauren Sud. Genauso ähnlich wie saure Gurken. Knoblauch, wie gesagt, sehr wichtig in der böhmischen Küche. Und an sich in der Wurst drinne ist schon Knoblauch enthalten. Dann passt das natürlich hervorragend. Nochmal mit dazu, genau. Diese Wurst heißt bei uns Wurst im Schwarzbier. Eine direkte deutsche Übersetzung gibt es ja noch gar nicht dafür. Wir können wirklich eine Speckwurst im Schwarzbier das nennen. Das, was wir beigefügt haben, ist Tomatenmark. Und dann wird das mit dem Schwarzbier abgelöscht. Dann köcheln lassen ein wenig, muss natürlich nicht arg zu lange. Wir müssen warten, dass das Alkohol ja mal mit verdampft. Es kommt ein wenig Gewürz, natürlich. Die Zusammensetzung ist streng geheim und ein wenig Pfeffer. Und wir kommen zum Finale, zum Einrichten. Zwei ganze Würste, also vier Hälften pro Portion. Das ist so ein Standard. Entweder nimmt das der Gast als größere Vorspeise, beziehungsweise bei uns wird das sehr häufig nur als Bierbegleiter gegessen. Das heißt, ich habe nicht so einen großen Hunger, aber was Kleines zum Pivo passt immer dazu. Und dann ist das natürlich immer die perfekte Wahl. Noch ein bisschen dekorieren nochmal mit der Zwiebel, die wir schon drin haben, für den frischen Geschmack. Das sind Radieschen. Sprossen. Und dann natürlich ein schönes tschechisches frisches Brot dazu. Et voilà, wir sind fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.